Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Geil, Ruheschlafkapsel. Wir haben die erste Kapsel fertig. Nice. Sehr nice. Das heißt, es könnte sich da jetzt schon jemand reinlegen. Coole Sache. Stahl. Wo kriege ich Stahl her? Stripminen ist die eine Sache und die andere Sache ist da zu schauen, ob irgendwo in der Nähe ein Stahlvorkommen ist, was wir abbauen können. Wir haben aber schon das meiste Stahl da abgebaut. Leider. Da haben wir noch Stahl. Und Stahl. Hm, ich wurde eingeladen zum Spielen von Counter-Strike. Das ist sehr nett, aber... ich hab das nicht mal. Hab auch keinen Bock auf Counter-Strike. Sorry. Oh, konnte ich abwärmen? 6% Chance? Immerhin. Immerhin. Kritischer Lampenfeuer. Ach, das ist doch völlig egal da draußen. Aber da rücken sie aus. Dance Man, Frenchy, Sweetie. Du könntest von dem Sumpf ein bisschen Wasser holen, oder? Naja. Lass es erstmal fackeln. Und wieder raus. Ja, jetzt regnet es eh. Sehr gut. Ernie verarbeitet Felsbrocken. Der nimmt jetzt die Felsbrocken von da. Und macht daraus Kalksteinblöcke. Kalksteinblöcke können wir dann auch schön verkaufen. Da haben wir jetzt auch schon einige, glaube ich. 3000. Nice. Sehr schön. Holzwand, Holzwand, Holzwand. Hier steht bereits ein identischer Gegenstand. Okay. Dann halt nicht. Die Base wird schöner. Sehr geil. Michael, wirst du eigentlich versorgt? Ja, du kriegst Medizin. Geschütz hat er ordentlich zugesetzt, ne? Der wacht gar nicht auf. Komplett ohne Bewusstsein, ohne Bewegung. Ja komm, Michael. Das schaut nicht so aus, als würdest du nochmal irgendwie zu Kräften kommen. Dann werden wir dir mal auch langsam anfangen, das zu entnehmen. So eine linke Niere zum Beispiel. Und einen rechten Lungenflügel. Die brauchst du ja dann nicht mehr. Und dann warten wir auf einen Händler. Dann können wir A, die ganzen Nieren und so weiter da verkaufen. Und auf der anderen Seite dann auch den Michael. Naja, man hat es nicht leicht, Michael. Da greift man mal die Falschen an. Was interessant wäre, ob ich den zum Beispiel auch freilassen könnte, da er ja nicht gehen kann, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das überhaupt klappen würde.
Oder wird er dann zur Map, zum Kartenende getragen, wenn ich sage, ich lasse ihn frei, aber er kann sich nicht bewegen? Das weiß ich nicht. Kannst du auch in die Kommentare schreiben? Du scheinst dich auszukennen. Tobi. Tobi sagt, wie viele Kapseln du auf einen Träger bauen kannst, weiß ich gar nicht, aber es spielt für das Spiel auch keine Rolle, wie viel du hast. Du kannst ja auch nur eine bauen, irgendwie einen Kolonisten reinstopfen und losfliegen. Zeig, ja, schafft die Hardware nicht zum Streamen, schade. Würde ich gerne mal vorbeischauen. Von wann ist denn der Blog-Eintrag, Tobi? Wann haben die Entwickler geschrieben, dass es weitergeht? Wenn das jetzt vor 2 Wochen war, dann habe ich es noch nicht gesehen, aber davor schon. Wo der Entwickler irgendwie meinte, ja, er war jetzt eine Zeit lang nicht da, aber es wird bald wieder weitergehen und hat viele Pläne und es wird schon weitergehen, aber ja, gucken wir mal, ob das wirklich so ist, wie er das sagt. Ich finde das nämlich nicht gut gelöst. Muss ich ehrlich sagen, so wie die Verfahren. Die Entwickler, weil der jetzt eigentlich ein Dreivierteljahr lang auf die Entwicklung auf gut Deutsch geschissen hat und nichts weitergemacht hat. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich lame für ein Early Access Spiel. Hat jetzt natürlich geplant, dass er eben, ich glaube, wann war's? Nach März wieder weitermacht, also irgendwann, vielleicht im April, kann aber auch Mai oder Juni sein, dass es weitergeht. Also gucken wir mal, wie das weiter betreut wird. Ich finde es sehr stiefmütterlich behandelt. Aber ja, natürlich freue ich mich, wenn es weitergeht. Ist ja an sich ein geiles Spiel. Macht mir richtig Spaß. Zeig, sitzt aktuell an einem Notebook von 2006, darauf geht nichts. Ich bin froh, dass ich flüssig Twitch anschauen kann. XCOM zeigt auf dem Android. Okay. PC von 2006. Er kommt ja schon ins Museum, Zeig. Wenn ich jetzt mal ein bisschen was zusammengespart habe für einen neuen PC, dann YouTube-Channel und Twitch-Channel durchgeben. Genau. Mach das mal, Zeig. Und beim Tobi werde ich dann auch mal reingucken. Tobi sagt, 11. März war das. Was war am 11.? Achso, Entwickler-Update. Vom 11. März? Oh, okay. Nice. Na dann. Tut sich ja vielleicht doch das eine oder andere. Ich doch vollkommen recht, find's schöner, wie es behandelt wurde, aber es gibt ein bisschen Hoffnung. Schade. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hab doch mit irgendjemandem diskutiert, ich glaube in einem Forum oder so, habe ich das mit jemandem diskutiert und der meinte dann, naja, aber es ist auch sein volles Recht, dass er da jetzt Urlaub macht und so weiter und da wird schon weitergehen, aber ganz ehrlich, das ist ein Early Access Spiel und das lebt davon, dass es jetzt die Verkäufe macht. Und ich muss da noch rein. Und da nutzt dem Entwickler nichts, jetzt auf Urlaub zu gehen und einfach mal 3 Grade zu lassen sozusagen und nichts weiter zu machen, weil das ist sein Geld, was am Ende flöten geht. Und dann ein Dreivierteljahr lang nichts zu machen ist ein bisschen krass. Ist echt ein bisschen krass.
Oh Gott, wie ich das Autosave hasse, weil er dann in dem Moment meint, irgendwas anderes bauen zu müssen, was ich ihm gar nicht anwähle. Kack, Autosave. Dann leckt das Ganze und das Spiel meint von selber, irgendwas bauen zu müssen, was absoluter Bullshit ist. Ach ja, nettes Spiel, aber noch Bugs. Stellt sich heraus, wir haben mal wieder kein Holz. Holz, 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 Holz. Baum weg. Da haben wir keine Bäume mehr. Dann sind da wahrscheinlich die nächsten. Läuft eine Urne hin. Verarbeitet Schlackebrocken zu Metall. Aha, da läuft er darauf. Obwohl wir da noch genug haben. Oder quallen ihm die Kalksteinbrocken nicht? Müssen es unbedingt Schlackebrocken sein? Na gut. Dann müssen es halt Schlackebrocken sein, dann läuft er halt darauf. Waffenhändler-Star, den haben wir schon gesehen. Michael wurde alles entfernt. Sehr praktisch. Warten wir also noch auf den richtigen Händler, damit wir den Michael auch verkaufen können. Und auch dann Nieren und so weiter verkaufen können. Muss einmal der Piratenhändler sein und einmal dieser mit den exklusiven Gütern. Aber am meisten kommt der Waffentypi, der bringt uns so gar nichts im Moment. Der gute alte Waffentypi. Ich musste jetzt leider eins nach dem anderen bauen, einfach aus dem einfachen Grund, weil die gerne die Angewohnheit haben, erstmal das Falsche zu bauen und dann bauen sie zum Beispiel da hier zu und dann können sie da hinten nicht mehr ran, weil ja kein Weg dahin führt. Schon das ein oder andere Mal erlebt, dass die Wegfindung ein bisschen für den Arsch ist. Bau. Sehr gut. Sehr brav. Können wir da zumachen? Und da. Holz, Holz, Holz. Bisschen was wir immer noch brauchen. Prozentige Chance, den Ben abzuwerben. Ich verkaufe euch gleich alle, ey, wenn ihr da nicht sofort auf unserer Seite kommt.
Und das Essen so roh zu fressen, ist eigentlich nicht Sinn und Zweck. Bräuchte eigentlich wieder jemanden, der sich hauptsächlich ums Essen kümmert, also ums Kochen kümmert. Das Essen haben wir eh genug, die sich darum kümmern. Aber Saik und Schweizer. Landwirt pflanzt Samen, ja, ganz nice, aber da nehme ich nur die zwei Priorität. Du solltest wirklich mehr kochen, Saik. Lass uns mal Dandy Man machen mit dem Anbauen, da steht er eh drauf und kriegt einen Bonus. Und Schweizer kochen 1 und Arzt 1, das passt eigentlich. Produziere leckere Mahlzeit für immer. Genau. Aufgaben, produziere einfache Mahlzeit für immer. Machen wir das. Machen wir beides. Hatte ich jetzt mal bei Twitch geedit, bin gespannt wieder reinzuschauen. Genau, das Game gibt es jetzt schon 3 Jahre, beim nächsten Update kommen eigentlich nur Sachen, die es durch Mods schon gibt. Was ich interessant finde bei dem Update, ist zumindest wurde versprochen, dass es sowas ähnliches wie ein Beziehungssystem gibt, dass man dann Beziehungen schließen kann oder dass man zum Beispiel, beispielsweise Psyche hat einen Bruder und der Bruder ist im Hackerbezirk und wenn der uns angreift oder wenn wir den dann versuchen auf unsere Seite zu ziehen, ist die Chance höher, dass der zu uns kommt, weil er eben Sykes Bruder ist. So wie ich das bisher verstanden habe. Also eine ganz nette Geschichte eigentlich. Ganz nette Idee, die sie da haben. Lieber Autosave und Bluescreen, das ist alles weg. Ja, stimmt, Wunderpunkt, Dago. hat er erkannt, aber ja, auf jeden Fall viel besser. Also bei Zombo habe ich mich mega geärgert mit dem scheiß Bluescreen mal. Schrieb, dass er von seiner Reise zurück ist, wieder Vollzeit an RimWorld arbeitet und Alpha 3 wird auch schon getestet und es sind jetzt nur noch Fehler aus bis zum Release. Okay. Bin gespannt. Ein bisschen Skepsis ist dabei, aber ich bin gespannt. Zombie-Mod noch nicht probiert, ne? Mir funzt die Zombie-Mod irgendwie nicht, kann keinen Planeten und so weiter generieren, wenn er aktiv ist, okay. Ja, stimmt, sorry, mein Auge ist noch nicht ganz okay. Demon, ja, gute Besserung nach wie vor. Ja, das Abwärmen ist echt mega schwer. 2%, der versucht eh schon die Hacken sich wund zu schlagen, der Frenchie wegen dem Abwärmen. Aber klappt dabei noch nicht so gut. Dann warten wir auf den nächsten Piratenhändler und dann können wir eventuell den einen oder anderen verkaufen. Ich meine, dass die Alpha 13 eines der größeren Updates sein wird, da seit der Pre-Alpha, die er seit der Pre-Alpha gemacht hat. Ja, wäre auch kein Wunder, hat ja schon lange nichts mehr rausgebracht. Viele Erneuerungen wie Beziehungssystem, heiraten etc. möglich, wäre auch cool, stimmt. Tierbeziehungen, Gefängnisausbrüche, Prison Architect, Winker, soziale Kämpfe und vieles mehr. Was? Ich habe einen Bruder? Wusste ich gar nicht. Dass meine Schwester eine Operation hatte. Manche Dinge erfährt man nur im Stream. Und dann könnte man nämlich den nächsten Durchlauf sogar mit der Version 13 machen. Würde mich auch freuen.
Und dann mal schnell vorspulen. Arbeitet schneller, ihr Sklaven! Sklaven! Wir haben draußen 21 Grad, drinnen 20 Grad. Also wenn ihr schnell seid, Jungs und Mädels, dann reißt's mal die Wand ab. Da auch noch. Hä? Kann ich da abge... Achso, muss ein Felsen sein. Na gut, dann ist es halt abreißen von mir aus. Dann reißt das halt ab. Und dann kann ich da nämlich auch noch Holz reinzimmern. Muss aber schnell gehen, weil sonst entweicht die ganze Hitze, die ganze Kälte. Zuerst das hier. Dann das. Genau. Schneller, 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 schneller. So, könnt ihr euch vielleicht mehr drum kümmern? Bengel, es ist mir jetzt gerade wirklich... Bengel ist kein Bauarbeiter. Ehrlich, come on, kümmert euch um die Wand. Kümmert euch darum, dass da Kalkstein abgebaut wird und dass es da vorangeht. Bengel, auch du? Ja, der kann wieder nix. So, wo sind die anderen Leute? Kann nicht angehen, dass wir da 1000 Grad haben. Sweetie, meditieren kannst du später. Jetzt wird erst einmal abgebaut. Schweizer. Achso, Schweizer kann wieder nicht. Sweetie. Bengel, säuber Dreck. Willst du mich verarschen? Okay, dann mach dann sauber halt einen Dreck. Drachi. Drachi? Kalkstein abbauen, Sweetie. Kalkstein abbauen. Ernie. Dandeman, besucht das Grab. Na sicher nicht. Kalkstein abbauen. Drachi. Kalkstein abbauen. Bengel. Das geht wieder nicht. Kommt's, baut's ab, baut's ab, baut's schnell ab. Come on, come on, come on. Okay, sag, isst du erst was? Und wenn du fertig gegessen hast, sag dann abbauen. Dancerman, entspannt wird später, abbauen. Nein, 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 flüchtet er schon wieder, da flüchtet er schon wieder. Bau ab, come on. Husch, husch. Da drin haben wir es viel zu warm. Der Sommer kommt.
Sweetie baut Bengel, säubert Geröll. Okay. Sehr brav. Ist schön dahinter, dass gesäubert wird. Stein können wir gerne auch wegtragen da. Sieht ein bisschen eklig aus. Nicht wirklich sehr dekorativ. Drachi, Holzwand bauen. Keine anderen Dinge dabei machen. Holzwand bauen. Frenchy. Baut weiter. Gut. Was macht denn er? Baut komprimierten Stahl ab. Später. Holzwand bauen. Drachi hat schon wieder keinen Bock. Kocht lieber oder isst lieber. Ist fertig und dann... Holzwand bauen. Und eine fehlt noch. Demon. Mein guter. Okay, Demon kümmert sich drum. Da brauche ich gar nichts anschaffen. Das ist löblich. So, gut. Da haben wir wieder zu. Da können wir wiederum jetzt runterkühlen. Minus 15 Grad, minus 20 Grad. Sehr schön. Das ist mir jetzt mal egal, da hinten Kalkstein. Da sind die eh nicht so oft drinnen. Da ist es mir egal, wie es da aussieht. Aber wichtig ist immer, dass in den Räumen, wo sie sich öfter befinden, dass es da ganz gut aussieht. Dass sie sich in der Küche alle wohlfühlen. Sprengsatz, Brandbombe. Geil. Coole Sachen. Sandsäcke. Damit habe ich noch wenig Erfahrung. So von verteidigungsmäßig habe ich eigentlich bisher nur mit den Geschützen zu tun gehabt, aber noch nie die ganzen anderen Sprengsets und so weiter gehabt. Also wenn sich da jemand auskennt, auch gerne Tipps. Dann können wir auch noch das eine oder andere daher bauen. Oder anderen Sprengsatz befestigen. Da ist noch Plastahl. Praktisch, praktisch, praktisch. Bauen wir ab. Bauen wir ab. Nehmen wir mit. Zack, Angriff. Eine Gruppe Outlander des Hackerbezirks mal wieder. Die haben auch noch nicht genug. Wir haben noch drei von denen. Einen haben wir schon zurückgeschickt, aber... Die haben scheinbar immer noch keinen Bock aufzugeben. Die Hacker, die sind wohl mächtig sauer auf uns. Es sieht so aus, als ob sie Pioniere einsetzen, die an deiner Verteidigung vorbeikommen wollen. Und das sind eine Menge. Na, schauen wir mal. Kommen von da oben. Wird sich verteilen. Werden sicher ein paar Alte dabei sein, ein paar Gebrechliche, die nicht so schnell danach kommen. Und die werden wir dann auseinandernehmen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin gleich wieder da. Kurz Moment, muss mal eben für kleine Walbos. Bis gleich.